Ja, hallo und herzlich willkommen bei Sinneshills. Nach einer kurzen Pause wieder da. Die Pause war natürlich etwas länger, hat ein Jahr gedauert und war somit nicht unbedingt kurz, aber was ist schon kurz und lang? Was seien das schon für Begriffe, wenn man sagt, in einem Jahr geht die Welt unter, dann wäre es wohl kurz. Und wenn ich mich ein Jahr nicht mehr melde, dann wäre es wiederum lang. Genug geplappert, los geht's mit neuen Videos und zwar starten wir die Reihe jetzt einmal mit den Erstauflagen auf Blu-ray von Bud Spencer und Terence Hill. Inzwischen, man sieht hier den Stoß schön vor mir liegen, sind 11 Stück dieser wunderschönen Filme erschienen und einen Anfang machen wir gleich, ich sage das jetzt einmal her. Man hat die Originalcover abbelassen, was ist ja, blendet ein bisschen so. Hoppla. So. Schaut sehr gut aus. Ich habe vom Original-Kinoplakat nachempfunden, einer meiner absoluten Lieblings-Bud Spencer und Terence Hill-Filme, die rechte und die linke Hand des Teufels. Was ist jetzt da so Besonderes daran? Erstens einmal sind die Filme zum ersten Mal auf Blu-ray erschienen und zwar von 3L, die sich da wirklich Mühe gegeben haben, also ein großes Lob daran, das muss man schon einmal sagen. Das Besondere daran ist, dass sich alle Editionen hier, man sieht es, in einem Schuber verstecken, in einem Pappschuber. Da jetzt nochmal das Bild, natürlich ohne FSK-Flatschen, denn das gute Stück besitzt auch ein Wendecover. Innen drin schaut es dann so aus. Wir haben da ein Booklet nur dabei mit Infos. Wunderbar. Dieses Booklet und diesen Pappschuber besitzt quasi jede Blu-ray-Veröffentlichung von 3L, was die Bud Spencer und Terence Hill-Filme anbelangt. Sie sind halt am Anfang ein bisschen teurer zu erstehen, weil es sich um Erstauflagen handelt, also so zwischen 14 und 15 Euro muss man da schon rechnen am Anfang. Jedoch kaufe ich immer die immer gleich am Anfang, weil wenn die mal vergriffen sind, dann wird es wirklich teuer und die Erstauflagen sind immer sehr gefragt und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Also die linke und die rechte Hand des Teufels. Die Bildbearbeitung, dann nochmal die Rückseite. Die Bildbearbeitung ist super. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich kann nur ansagen, ein Update auf Blu-ray empfiehlt sich auf jeden Fall. Wer die Filme in der SD-Fassung besitzt, sollte nicht lang drüber nachdenken. Wunderbar gelungen. Stellen wir auf die Seite. Dann der zweite Film aus der Western-Reihe von Bud Spencer und Terence Hill, also aus der lustigen Western-Reihe, Vier Fäuste für ein Halleluja, ebenfalls wieder. Ich schenke mir das jetzt, das jedes Mal herzuzagen, das ist ganz klar. Jede Blu-ray hat diesen Pappschuber und hat auch das Booklet Inside. Und da jetzt bei dieser Fassung, die ist ja schon mal erschienen, ist jetzt die Comedy-Fassung drauf. Das ist auch die einzige Blu-ray, die ich ein bisschen zu bemängeln habe in puncto Bildqualität. Das ist die einzige, die ein bisschen nachlässt. Alle anderen sind 1A restauriert. Da hat sich wohl kein besseres Bildmaster gefunden und wahrscheinlich auch zusammengeflickt aus verschiedenen Bildmastern. Auf jeden Fall, wie da schön zu lesen steht, zum 30-jährigen Jubiläum erstmals in der kompletten 1982er Kinofassung beziehungsweise eben Comedy-Version. Vier Fäuste für ein Halleluja. Das nächste sind die Miami Cops. Über die Filme selber brauche ich wohl hoffentlich keine Wörter mehr zu verlieren. Wer sie nicht kennt, der hat, glaube ich, irgendwas verpasst, was sich meiner Kenntnis entzieht, aber alle anderen wissen, wovon ich spreche. Also bei Spencer Terence Hill, das kennt ja wirklich jedes Kind, möchte ich jetzt einmal behaupten. Auch da wieder im schönen Pappschuber, die Miami Cops war das letzte oder fast das vorletzte gemeinsame Werk der beiden. Vom Film her jetzt vielleicht nicht so super gelungen wie die vorhergehenden, aber immerhin in Ordnung. Das passt auf jeden Fall gut. Auch die Bildbearbeitung ist da wieder spitze. Dann haben wir der Ganovenschreck. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass diese Edition nicht nur die Filme von Bud Spencer und Terence Hill als Duo
beinhalten, sondern natürlich auch die jeweiligen Solo-Filme, wie wir da jetzt kurz sehen. Bei der Ganoven-Schreck, da ist jetzt Thomas Milian sein Partner und nicht Terence Hill. Ist aber auch ganz gelungen. Man hat dann immer noch zum Vergleich die SD-Fassung mit draufgepackt auf das Ganze, um eben diese Unterschiede zu sehen, besser zu sehen. Da haben wir jetzt Django und die Bande der Gehängten, was meiner Ansicht nach eines der besten Restaurationsergebnisse überhaupt, abgetastet vom Original. Negativ ist immer das Allerbeste. Man sieht es einfach, es ist einfach spitze. Die damalige DVD hat auch schon nicht schlecht ausgeschaut, muss man sagen, aber das ist wirklich ein großer Schritt nach vorn. Und es ist nicht die Comedy-Fassung, also nicht zu verwechseln jetzt mit Joe der Galgenvogel, der da mit seiner komischen Synchro, ich habe ja eigentlich nichts gegen lustige Synchronisation, aber der ist ein bisschen zu übertrieben. Das ist ja eigentlich ein ernster Film, Django und die Bande der Gehängten. Und Terence Hill spielt den Django absolut super. Und man hat auch, finde ich, eine gute Wahl getroffen, weil er ja im Franco Nero ja jetzt nicht unbedingt unähnlich schaut. Django und die Bande der Gehängten, ein ganz besonderer Tipp, sehr, sehr gutes Bild. Da wir ja zu Hause auf Beamer, auf Großbildleinwand Kino schauen, muss man natürlich, wir haben da eine Bilddiagonale von ca. 2,80 m bis 3 Meter so um den Dreh. Und da ist natürlich gut, wenn man das bestmöglichste Ausgangsmaterial hat. Bei einer Bildgröße ab 2,50 m würde ich jetzt mal sagen, oder ab 2 Meter vielleicht sogar schon, merkt man dann die Unterschiede sehr wohl. Banana Joe haben wir da jetzt, auch ein sehr guter Bud Spencer Solo-Film. Auch immer im Pappschuber und immer mit Booklet. So, dann haben wir da, zwei sind nicht zu branchen. Dasselbe, auch wie gesagt, Bildbearbeitung Spitze, der einzige Film, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist eben Vier Fäuste für ein Halleluja, aber das ist ja auch nicht weiter tragisch. Zwei bärenstarke Typen, auch in dieser Edition erschienen. Dann haben wir noch Zwei Asse trumpfen auf, auch ein sehr, sehr guter Bud Spencer Terence Hill Film, wunderbar. Vier Fäuste gegen Rio. Und last but not least, den stellen wir jetzt da hinten hin, weil er sonst keinen Platz mehr hat. Zwei außer Rand und Band. Kommende Veröffentlichungen wird es geben im Jahr 2014. Dürfen wir uns, also Anfang 2014, dürfen wir uns eben um zwei weitere Veröffentlichungen freuen. Und zwar wird da herauskommen, der Große mit seinem außerirdischen Kleinen und zwei wie Pech und Schwefel. Ich persönlich freue mich ja schon ganz besonders auf Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und das Krokodil und sein Nilpferd. In diesem Sinne, hole jetzt noch mal schnell zum Drüberstreuen zwei absolute Erstveröffentlichungen überhaupt dieser Filme. Tun wir das mal auf die Seite. Und zwar handelt es sich hier, bitte stehen bleiben, ja, handelt es sich hier um die Taurus Video Erstauflagen von Vier Fäuste für ein Halleluja und die linke und die rechte Hand des Teufels. Also alt trifft jung. Okay, das war mein erstes Video in diesem Jahr, aber bestimmt nicht das letzte, das ist versprochen. Ich wollte es ja mal eröffnen jetzt mit meinen zwei Lieblingskollegen Spencer Hill und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, es habt genauso Spaß an den schönen alten Filmen, die jetzt wirklich in sehr, sehr guter Bildqualität vorliegen und nichts mehr mit einem beschnittenen Videoband zu tun haben. Trotzdem sind die Erstauflagen im Taurus Video als Kassetten auch ein begehrtes Sammlerstück und ich freue mich trotzdem, dass ich sie in der Sammlung habe, auch wenn man qualitativ ein paar Punkte abziehen muss, ist aber nicht so schlimm. Danke fürs Einschauen, bis zum nächsten Mal. Sinnesild sagt Pfiat euch, macht es gut, bis zum nächsten Mal.